Mit der zweiten Woche von Destiny 2 Lightfall gibt es zwei neue Actionfiguren zu sammeln für den Triumph und saisonalen Erfolg. Wir starten dazu beim Startpunkt von Liming Harbor, gehen auf den Sparrow und biegen hier nach rechts ab in Richtung Mayas Refugium. Ihr könnt hier alle Gegner, die auf dem Weg begegnen, gerne auslassen. Ihr kommt hier automatisch zu einem offenen Gebiet, überspringt die Gegner, tötet sie, das bleibt euch überlassen und folgt dem eher geradlinigen Weg. Sobald ihr dann in dieser Höhle angelangt seid und die Gegner getötet habt, findet ihr ganz links hinten in der Ecke eine Pfanne mit Sand, die ihr entzünden könnt. Ihr müsst davon insgesamt drei Stück finden. Hier ist die erste. Danach könnt ihr wieder aus der Höhle rausgehen und sobald wir die Höhle verlassen, können wir rechts auf einen Vorsprung springen. Von diesem Vorsprung aus springen wir noch einmal ein bisschen weiter nach unten in eine nächste halboffene Höhle und dort finden wir schon die nächste Pfanne zum Entzünden. Von der letzten Pfanne aus folgen wir den Weg links über die Klippen, kommen da auch wieder zu einem Vorsprung und vom letzten Vorsprung aus können wir uns am besten mit Stranghangeln zu dem nächsten halboffenen Höhle ziehen und dort ist auch schon die dritte und letzte Pfanne. Sobald ihr diese dann aktiviert, erscheint die erste Sammelfigur für diese Woche vor euren Füßen. Begebt euch danach zum Hauptpunkt von Neonoma und begebt euch auf den Sparrow. Ihr folgt diesmal den Weg nach rechts. Und wenn ihr diesen geradlinigen Weg nach rechts folgt, hier gibt es keine Abzweigungen, kommt ihr automatisch zum Gebiet C4 Sammelpunkt. Ihr merkt, wenn ihr richtig seid, wenn ihr vor euch dieses rote, halbrunde Gebäude seht. Dort zur Linken müsst ihr nun dem Weg folgen und kommt auf einem Plateau zu einer Bar. Wichtig, bevor wir nun weitermachen, kümmert euch um alle Gegner, die hier rund um die Bar stehen, damit sonst keine Gegner mehr in der Nähe sind. Denn hinter der Bar am Tresen findet ihr ein Tablet, welches ihr aktivieren könnt. Sobald ihr dieses aktiviert, startet ein Mini-Event. Und wichtig, während diesem Mini-Event erscheinen immer wieder Gegner und ihr müsst diese nun besiegen, bevor sie die Bar erreichen und eure schöne Bar zerstören. Ihr dürft während diesem Event die Bar nicht verlassen. Ihr könnt euch also innerhalb der Bar, so wie ich es mache, im Kreis drehen und drumherum, damit ihr alle Gegner auch erwischt. Ihr dürft aber die Bar nicht verlassen und die Gegner dürfen der Bar nicht zu nahe kommen bzw. keinen Schaden zufügen. Die Gegner werden mit jeder Runde ein klein wenig stärker. Ich empfehle hier zum Abschluss zum Beispiel ein Maschinengewehr zu verwenden, damit ihr die letzten Gegner verlässlich tötet. Sobald ihr dann den letzten Gegner ausgeschaltet habt, könnt ihr zu dem Punkt, wo ihr das Tablet aktiviert habt und dort findet ihr dann die zweite Sammelfigur für diese Woche. Vom Hauptpunkt in Ionuma aus können wir dann wieder zurück zu diesem kleinen Raum, wo wir auch schon die Figuren von letzter Woche aufgestellt haben. Wenn ihr diese noch sucht, könnt ihr gerne in meinem Videoguide von letzter Woche nachsehen. Und ich wünsche euch in der Zwischenzeit noch viel Spaß bei Lightfall, vergesst mir bitte auch nicht ein Abo zu hinterlassen und wir sehen uns bald wieder. Euer Emanuel.